Ja, die Kosaken, die sind dann auf dem Kirchach-Marden, da über den Gallberg herüber und dann herauf Lienz und dann hat sie der Engländer Beschlag genommen. Ja, wie es halt so war. Und ich war bei einem Bauern und die Nacht ist dann Alarm gegangen und dann sind die leicht Raketen runter und ich bin heimgesprungen, weil das ganze Dorf in einem Zug durch, nur nach Hause. Nur 100 Mann Verlust mit dem Durchbruch nach Ferrara. Da ist die Kapitulation ja nur mehr eine Sache von Stunden. War auch hier bei uns Fliegeralarm in Lienz und als Entwarnung gegeben wurde, musste ich eine Besorgung in der Stadt erledigen und ging über die Fischwildbrücke. Und da begegnete mir ein Handkarren, auf dem ein Sarg stand. Und ich dachte mir noch so in meinem Sinn, na weit haben wir es gebracht, jetzt müssen sie schon die Toten so auf Handkarren transportieren. Und später dann erfuhr ich, dass in diesem Sarg mein Vater war. Soll das alles enden? Irgendwann, unmerklich, schleicht sich der Tod in unsere Glieder. Der Straße, Schnee und Eis. Woher? Wohin? Wozu? Wer weiß? Räder knarren, Kälte klirrt. Und niemand weiß, was weiter wird. Loch im Magen, leer der Blick hinauf, hinauf und noch ein Stück. Müde schleppt man sich voran, gequälter Aufschrei dann und wann. Nebel fällt, man sieht nicht mehr, da fällt die Last gleich doppelt schwer. Unterm Gehen friert der Schweiß. Woher? Wohin? Wozu? Wer weiß? Ja, glaubst du nicht an die Monarchie? An die Dynastie der Romanos? Und dass wir wieder einen Zahn haben? Und da ihn? Deswegen erhielt es eben die Kosaken auch nicht. In der Zeit war ja nach oben das passierte Stunden. Gell? Im 5. Anfangs Mai sind sie über den Blick hinein. Die waren über Italien eingesetzt, da, die Kosaken, nicht? Die russische Einheiten, ganze 30.000 mit Pferde. Ja. Und das ganze Land, das hat ja gut gewachsen schon ab Mitte Mai, ist ja bei uns eine gute Sache. Das ganze Viehhaber haben sie da gehen gelassen, das ist ja wurscht, wo sie waren, oder? In die Kornfelder zusammengetrampelt und gefressen. Gell? Ja. Und die Kosaken natürlich keine, wer hat sich um die noch gekümmert? Dann haben sie waren betteln in aller Richtung. Und wenn es nicht funktioniert, dann haben sie wohl die Maschinenpistole mitgehabt. Es ist niemand mehr da, mit dem sie verhandeln können. Weil sich keiner für zuständig erklärt. Das ist ja Anarchie. Na und? Beim ersten Versuch, da kommen sie mit Gewalt und lassen uns fallen. Glaubst du, mit Dulden und Stillhalten können wir die Deportation verhindern? Die Atamane Domanow von Krasnow lassen weiters klarstellen, dass sich die Einheiten der Kosaken nicht als Kriegsgefangene verstehen, sondern als Verbündete der Briten. Was ist jetzt? Die Konferenz. Die Konferenz? Schon beendet? Ja, so könnte man auch sagen.
aber recht nicht gescheitert. Unterbrochen, weil sie zu lang dauert. Oder verschoben, weil an einem Tag kann man sowas ja nicht erledigen. Es ist unklar, wer die Verantwortung zu übernehmen hat. Die Tragweite ist jedenfalls allen Beteiligten bewusst worden und die Folgen absehbar. Stottern Sie nicht dabei um und sagen Sie mir die Wahrheit. Ich bin aufs Schlimmste gefasst. Es gibt allerdings nicht nur ein irdisches... Neben der Straße haben sie Feuer gehabt, die Kinder hat man gehört weinen. Ja klar, die haben ja nichts zu essen gehabt. Ja, das war wirklich ein Elend, ein großes Elend. Ja. Und dann herauf und dann hat der Bäcke zu und der Lenz, dann hat der Engländer den Ruß ausgeliefert und für den Ruß seien sie dann warnepflichtig gewesen. Zuerst hat sie der Deutsche mitgenommen, wenn der nicht geht, wird er erschossen. Das waren Ukrainer und halt die Polen und halt alles die Staaten. Und da sind sie eben mitgegangen, auch unter Zwang. Und dann der Russ hat gesagt, ihr seid für uns die warnepflichtig. Und dann sind sie aufgeprügelt worden auf die LKW. Frauen mit den Kindern sind in die Trau gesprungen. Da haben sie nachgeschossen, dass die Trau fast rot geflossen wäre, haben sie gesagt. Ja. Und so steht geschrieben, dass das Lamm Gottes sitzt zur Rechten des Allmächtigen und öffnet das Siegel des jüngsten Gerichts und ruft mit Donnerstimme: Komm und sieht euch nicht, es ist gekommen, um am Ende zu siegen und uns zu führen nach Kusakia. Und als das Lamm das nächste Siegel öffnet, ist wieder zu hören: Komm und siehe da, da galoppiert ein schwarzes Pferd in den Saal und der darauf sitzt, trägt eine Waage in seiner Hand. Freunde, fürchtet euch nicht, es ist gekommen, um am Ende zu siegen und uns zu führen nach Kusakia. Und schließlich siehe da das fahle Pferd, der darauf reitet, dessen Namen heißt Tod. Freunde, fürchtet euch nicht, es ist gekommen, um am Ende zu siegen und uns zu führen nach Kusakia. Es steht geschrieben, wahrlich, wahrlich sage ich euch wird Gerechtigkeit widerfahren. Wenn nicht heute, so morgen. Und wenn nicht morgen, dann an dem Tag, der nahe ist. Amen. Freunde, fürchtet euch nicht, es ist gekommen. Waren die Kosaken da, nachher haben Tausende von Kosaken kommen über das Land auf da, und Risser, Tausende von Rissern und alles. Und wir haben nachher noch daheim, wie hat nachher der Vater noch das Haus gehabt, dann ist noch so ein
Leutnant oder ein Offizier von den Kosaken, den haben wir versteckt in unserem Haus. Und wir haben einen oben gehabt und dann haben wir halt gesagt, er muss gehen, der kann jeden Tag schauen. Dann ist er gegangen schauen, ist er weg von uns und nicht weit von uns draußen, hat er nachher ein Grab aufgeschaufelt und dann hat er seinen Sohn und seine Frau und sich selber erschossen. Die waren da draußen nachher weg. Das war tragisch, ja, das war sehr, sehr tragisch. Aber das hast du alles als Kind mitgekriegt, das hast du alles erlebt, ne? Die ganzen, ja, und wie sie in die Trau gesprungen sind und wie sie drüben über der Trau war das große Militärlager, das ist ja geräumt worden und da waren alle so Kosaken drinnen und die haben sie dann alle geplündert und die sind alle weg auf einen Zug gekommen, auf einen Güterzug und da und die Kinder und die Leute schrien und die Leute in der Trau drin hat man sie gesehen und in die Berge sind sie gegangen und es war ganz, ganz schlimm. Ja. Siehst du, sie kommen mit den Sensen und schneiden uns auseinander. Was ist das? Blut. Zehntausende wurden verladen, ab nach Sibirien. Decine di migliaia sono stati riportati in Siberia. Manche versprengte noch nie. Alcuni di essi tuttavia sono rimasti. Erinnert ihr euch? Ohne Sattel, Sporen und Peitsche in der Steppe, in der russischen Steppe. Karawan. Bitte, gib mir nur ein versöhnliches Wort mit auf den Weg. Wohin auf den Weg? Sie haben mich auserwählt. Wer? Die Briten. Ich soll für sie laufen, Point to Point rennen. Für sie? Ich werde um unser Leben laufen. Ich werde siegen. Oh ja. Lass uns, bitte, nicht so auseinandergehen. Die waren beladen. Und dann hat sich ein anderer, vielleicht ein Jahr später, da bei uns ein Nachbar oben, mit Singer heißt der Bauer, da ist er noch untergekommen. Ganz ein Armer. Haben nicht, er gesagt, Peter haben sie, hat er gehört. Hat dann jeden ein paar Mal gemäht, weil wir da mehr gehabt haben. Dann hat er gesagt, Toni, ich, Mama, Mutter, Russland, vier Kinder, nichts mehr, zurück, Kommunisten. Nichts mehr zurück.